Ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute werden wir zusammen analysieren, wie Hillary Hahn die auf die Geige spielt. Und konkret, ich möchte wirklich, dass wir zusammen gucken, was du selbst auf der Geige schon jetzt machen könntest, basiert auf was Hillary Hahn auf der Geige macht, um selbst deutlich größere Fortschritte zu machen. Hallo, mein Name ist Anton Morales, professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, wenn du Hillary Hahn noch nicht kennst, die ist eine der besten Geigerinnen in der ganzen Welt. Und was ich besonders mag bei Hillary Hahn für zum Analyse, das ist, dass sie hat wirklich ziemlich standarde Haltung. Und bei ihr merkt man wirklich, dass alles wirklich sehr gut optimiert ist. Ja? Und es gibt wirklich viele Dinge, die man leicht sehen kann und leicht dann auch selbst benutzen kann, um sein Spiel zu verbessern. Also, wir werden uns das Video von Hillary Hahn jetzt Schritt für Schritt angucken, um genau zu gucken, was sie macht mit dem Morgen, mit der linken Hand, Rhythmus, Klang, Intonation, alles Schritt für Schritt analysieren. Übrigens, in diesem Video, sie spielt Carmen Fantasie von Sarasate mit dem Symphonieorchester von Frankfurt. Also, das Erste, was ich dir zeigen möchte, das ist die Haltung. Und wie du siehst, schon hier sehr, sehr klar, ihre Haltung ist wirklich top. Und das ist ein Prinzip, das ich sehr viel erkläre. Gucken wir auch hier, wenn die runterkommt. Stopp. So, in erster Lage, weil vielleicht spielst du nicht in 10. Lage. Dann gucken wir das in erster Lage, aber das ist genau dasselbe. Man merkt, das ist, dass ihre Finger. Genau, ihr zum Beispiel, die spielt gerade den ersten Finger und trotzdem, alle ihre Finger sind mega nah an der Saite. Die ganze Zeit. So, ich zeige dir einmal das. Bedeutet grundsätzlich, dass, wenn sie spielt, alle ihre Finger, die bleiben ihr sehr, sehr nah. Ja? Und das ist dann der größte Fehler bei Anfängern, was sie machen stattdessen, das ist, die spielen und ihre Finger, die sind da die ganze Zeit oder vierte Finger steht so auf die Seite. Und das ist wirklich ein riesiges Problem, weil. Das ist dann sehr schwierig, rechtzeitig erstmal den Ton zu greifen, aber das größte Problem, das ist, dass es macht es sehr schwierig, sich einzuprägnen, wo die Töne überhaupt auf die Geige sind. Ja? Im Gegenteil, wenn du die Finger ganz, ganz nah auf die Saite lässt und Saite hält, dann ist das ganz einfach, sich einzuprägnen, wo die Töne sind und die Töne sicher und sauber zu spielen. Dazu, das ermögliche ich wirklich dann, statt die Finger hier überall so zu haben, wenn ich will, die Finger max 0,5 cm über die Saite behalten und das die ganze Zeit, egal ob ich nur den ersten Finger spiele oder wirklich den vierten Finger brauche. Und dazu, was du auch man sehr gut merken könnte bei Hillary Hahn, auch wenn ich nur den vierten Finger spiele, dann alle meine anderen Finger bleiben auf die Saite. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip für die Intonation, die Sicherheit und die Geschwindigkeit. So, als nächstes können wir ein bisschen weiter. Genau, und hier das ist interessant, weil sieht man eigentlich von hinter, wie sie ihre Hand eigentlich auf die Geige setzt. Ja, und besonders dem Daumen. Und da, so natürlich, hier, die ist schon, ich denke, sie ist in fünfter Lage. Und man merkt sehr gut, wie dem Zeigefinger wirklich über dem Daumen liegt. So, genau, so hier, die ist wieder runter, aber merkt man auch sehr gut dem Daumen. In dritte, ich würde sagen, sie ist. Ja, vielleicht in zweiter Lage oder dritter Lage. Musste man die Töne hören, eigentlich das nicht, um das zu finden. Und genau, was man merkt wirklich, das ist, dass der Daumen, der ist wirklich erstmal offen. Das bildet so wirklich ein V. Und das kommt dem zu, wirklich dem Unterstützung ein bisschen von unten. So, lass mir das einmal ein bisschen erklären, was ich meine. So, ein großer Fehler, das viele machen, das ist, dass sie drücken die Geige fest, ja, so zwischen Zeigefinger und Daumen sehr fest. Ja, wenn man das gut beobachtet, man merkt wirklich, dass sie eigentlich eher so eine Art V macht und sie ist ungefähr da. Und da, das ermöglicht sie wirklich, den Arm und die Hand frei zu bewegen, die ganze Zeit. Und besonders ab dem fünften Lage, kann man da sehr, sehr gut sehen, dass dem Geige wirklich über dem Daumen liegt. Okay? Das ist auch übrigens genau ein wichtiges Prinzip. Das ja, bis vierte Lage, wir haben dieselbe Haltung mit Kontakt mit dem Zeigefinger auf die rechte Seite, aber ab dem fünften Lage hier ist kein Kontakt mehr. Das ist nur noch
Finger auf die Seite und Daumen von unten. So, jetzt gucken wir uns ein bisschen ihre Bogen. Genau. So, was man merkt direkt, das ist, dass der ganze Arm wirklich sehr entspannt und sehr locker ist und dass die Bewegung sehr frei und flexibel ist. So, das ist ein wichtiges Prinzip, um einen schönen Klang zu haben. Das ist bei vielen, bei Anfängern, die sind sehr verkrampft. Sehen, das ging ein bisschen so. Und wenn man die beobachtet, direkt was man merkt, das ist, dass hier nichts bewegt sich. Die Finger, die sind fest hier, relativ, dasselbe mit dem Arm, das ist alles sehr, sehr fest alles. Im Gegenteil, wenn du spielst, sollte wirklich versuchen, dass jede Bewegung, jedem Gelenk wirklich frei und locker bleibt. Bedeutet, die richtige Haltung eigentlich vor dem Bogen, das ist erstmal dem Arm zu heben, eigentlich als Base alles auf eine Linie zu setzen und dann dem Handgelenk hier ein bisschen ganz locker zu halten, okay? So, wenn du nicht unbedingt komplett so, sondern ganz leicht dann fallen lassen, ja? Natürlich nicht so, ja? So wollen wir nicht spielen, aber ganz, ganz leicht, ja? Ein paar einfach frei lassen. Und dann, wenn du spielst, wichtig, das ist, diese Flexibilität hier zu behalten. Das bedeutet, dem Handgelenk, der bleibt auch von links nach rechts wirklich frei, okay? Und während du spielst, alle Gelenke, so von wirklich von dem Schulter, dann dem Ellbogen und natürlich haben wir gesagt, dem Handgelenk, alle bleiben wirklich frei. Und deswegen, dann, wenn du spielst, so, dann lässt du wirklich da frei und dann, das klingt auch wirklich frei, ja? Und das ist egal, ob ich wirklich laut spiele oder ob ich einfach ganz, ganz leicht spiele. Okay? Aber im Gegenteil, wenn die Bewegung, wenn die Gelenke alles steif ist, automatisch, das wird so klingen. Das klingt so hart und ein bisschen metallisch, ja? Und dasselbe, wenn ich leise spiele, wenn ich zu fest bin, dann... Wahrscheinlich wird sogar anfangen zu zittern, ja? Aber ganz genau, das ist ein guter Punkt, dass... Wenn du leise spielst und das zittert, das ist sehr wahrscheinlich, dass du viel zu verkrampft bist. Wenn du wirklich den Bogen hier dem Arm ganz locker lässt, dem Handgelenk ein bisschen frei lässt, du wirst merken, das ist automatisch. Der Bogen wird einfach auf die Seite liegen, ja, mit seinem eigenen Gewicht. So, dann ein anderer Punkt, den du hier eigentlich hören könntest, das ist, dass natürlich und die ganze Zeit eigentlich, das ist, dass Hideran spielt unglaublich genau, ja, von so erstmal, genau, was meine ich mit genau? Es gibt viele Elemente erstmal. So, natürlich, es gibt den Klangqualität, wie du, so, dass sie fängt immer grundsätzlich von der Seite, dass der Klang ist immer sehr, sehr klar, der Anfang von jedem Ton. Okay, das ist nicht, dass sie spielt, sondern sowas passiert, ja, das sehr, sehr gut optimiert die Kontakte mit der Seite. Und hier, was wichtig ist, das ist, dass wenn du den Bogen auf die Seite legst, dass du wirklich fühlst, ja, dass du im Kontakt mit der Seite bist und die Seite so nicht vertikal drückst, sondern wirklich fühlst, dass du die Seite nach links und rechts ziehen kannst. Und dann, wenn du spielst, dann du ziehst das. Und so, der Klang ist von Anfang an klar und deutlich. Okay? Natürlich, hier auch wichtig vor dem Klang, wie immer, das sind die drei Faktoren des Klangs, die ich zum Beispiel in meiner kostenlosen Lektion auf meiner Website erkläre, um wirklich den Klang zu optimieren, ja. Aber dann zum Beispiel hier, was ist auch sehr interessant bei ihr, so natürlich die Intonation ist sehr, sehr, sehr genau, ja. So, aber das nächste Punkt, was man wirklich hört, das ist die Genauigkeit des Rhythmus, ja. Die macht nicht irgendwelche so Freiheit oder sowas eigentlich. Was manchmal natürlich ist ein bisschen anpassen kann, das ist das Tempo. Ja, dem Tempo, da gibt es ein bisschen künstlerische Freiheit, da kann man wirklich machen. Aber der Rhythmus selbst muss und ist wirklich sehr genau. Ja, zum Beispiel ja, die Macht in diesem Stil, können wir kurz nochmal hören. Ja, zum Beispiel, das ist ein ganz einfaches Thema. Ja, aber das ist sehr genau. Ja, die Macht nicht. Oder keine Ahnung was, das ist wirklich. Ta tam tam tam, sehr, sehr genau, ja, und das macht auch, das ist das, was macht, das ist hier schön klingt, ja, das ist sehr, das ist sehr, sehr, sehr genau ist, sehr klar, so wirklich wie ein Schlagzeug, ja, das ist wirklich,
Okay, sehr genau, ja. Und das ist sehr wichtig, wenn du spielst, ja, diese so wirklich 100% Genauigkeit von der Rhythmus. Also wirklich, was gibt dem Charakter des Stückes, ja. Und um dir zu zeigen, was ich meine mit künstlerischer Freiheit beim Tempo, das ist nur zu bestimmten Zeitpunkten. Lass mir einen von denen zeigen, das ist zum Beispiel hier. Okay, zum Beispiel hier kommt ein neuer Satz und das werden die macht eine kurze Ritando und dann die gibt wirklich das Signal um wieder, damit alle zusammen wieder anfangen können. Ja, besonders zu dem Flötistin, der die spielt ihre A. Und die wartet und dann. Und da, genau, dann die zwei nächsten Töne, das ist dem Auftakt übrigens. Und dann dem D kommt auf dem Steig. Deswegen, das macht dann so: A, Ritando. Auftakt. Und dann D auf dem Schlag. Okay, das macht. Und Tempo macht. Vorher wir sind so und das macht. Und dann sind wir wieder im Tempo. Ja? Das ist, was man machen kann zu bestimmten Zeitpunkt. Aber sonst, wenn das Stück, wenn du das merkst, du wirst merken, das bleibt ganz genau. Okay, sehr, sehr genau. Übrigens, hier, ja, das ist interessant, um zu sehen, wie sie die Seitenwechsel macht. Ja, da sind die ganze Zeit mit Seitenwechsel. Okay, und wie du merkst, eigentlich, wirklich, was wichtig beim Seitenwechsel, das ist, die Bewegung mit dem ganzen Arm zu machen. Ja, so, die Bewegung beim Seitenwechsel, das fängt an immer von dem Ellbogen. Aber der bewegt natürlich den ganzen Arm. Ja, das ist nicht, man macht nicht so. Das würde nichts bringen, sondern man bewegt den ganzen Arm so zusammen, okay? Aber letztendlich, wenn man auf einer Seite spielt, alles bleibt auf einer Ebene, ja? Zum Beispiel jetzt bin ich auf D-Seite, hier ich bin auf E-Seite, hier auf G-Seite, alles bleibt auf einer Ebene. Und dann, wenn ich schnell die Seite nacheinander spiele, dann ist mal so. Okay? Und ich habe meinen ganzen Arm zusammen bewegt, aber alles auf dieselbe Ebene geblieben, sodass der Klang dabei wirklich schön bleibt. So, das war's alles für heute. Ich hoffe, das hat dir sehr gefallen. Und wenn du möchtest, deinen Klang deutlich verbessern, ich habe einen kleinen Kurs kostenlos auf meiner Website, den du folgen kannst, wo ich dir genau zeige, wie du den Klang Schritt für Schritt optimierst, mit den drei Faktoren des Klangs. Dafür klicke einfach auf den Link unter diesem Video. Vielen Dank und ich hoffe, dir bald beim Kurs zu sehen. Bis dann.